Unter dem Motto "Behalten Sie den Überblick" möchte ich Sie heute zu unserem Video Projektmanagement Basic begrüßen. Mein Name ist Michael Boss von ComeOn Business Coaching Center. Voraussetzung für den erforderlichen Projektverlauf ist ein zielorientiertes Projektmanagement. Wir vermitteln Ihnen grundlegende Aspekte der Planung, Überwachung und Steuerung des Projektgeschehens. Damit Sie einen ersten Eindruck bekommen, wird Ihnen Herr Dr. Mali ausgewählte Themen vorstellen. Ja, lieber Michael, meine sehr geehrten Damen und Herren. Ja, auch von mir aus herzlich willkommen zum Thema Projektmanagement. Michael, du hast mich gebeten, dass ich zu Beginn des Clips kurz mein Gesicht zeige, bevor ich in den Tiefen meiner Präsentation verschwinde. Hier bin ich. Viel Vergnügen mit der folgenden Präsentation. So, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Projektmanagement-Freunde, Ihnen geht sicher wie mir. Sie erinnern sich auch nur an Projekte, deren Ziele präzise erreicht wurden, just in time, nicht? Punktlandung bei der Zeit, Punktlandung bezüglich des Budgets und natürlich auch Punktlandung bezüglich der Qualität. Zu jedem Projekt gehört nicht nur ein Ziel oder ein Ende, sondern es gehört natürlich auch ein Anfang dazu. Sie werden sagen, das ist selbstverständlich, meine ich auch. Die meisten Projekte zeigen allerdings, dass man vergessen hat, den Anfang präzise zu definieren und auch das Ende. Das ist neben vielen anderen Problemen einer der wesentlichen Knackpunkte dafür, dass Projekte häufig keine Punktlandung sind. Dabei ist in der Theorie alles aufs Wunderbarste geregelt. Wir haben in Deutschland eine Industrienorm, die DIN für Projekte, DIN 69901, in der steht ganz klar, was ein Projekt ist. Ein Projekt hat einen Anfang und ein Ende. Ein Projekt hat ein definiertes Ziel. Ein Projekt hat begrenzte Ressourcen. Ressourcen meint Geld, Zeit und so weiter. Ein Projekt hat eine eigenständige Organisation und ein Projekt ist einzigartig. Dummerweise richtet sich die Praxis selten nach der Theorie. Um wie viel liegen denn Theorie und Praxis in der Regel auseinander? Es gibt, so nenne ich das, eine magische Zahl, die 1,7. Die 1,7 steht dafür, dass die erste Schätzung eines Projektes bezüglich Zeit, bezüglich Budget, nehmen wir an, das seien 100%, eine 1 ausmacht, 100% gleich 1. Und wenn Sie die erste Schätzung mit 1,7 multiplizieren, das heißt, wenn Sie 70% addieren, dann kommen Sie bei vielen Projekten in die Nähe realistischer Werte. Also, das bedeutet, wenn Ihre erste Zeitschätzung ein Jahr ausmacht, denken Sie gleich im Hinterkopf plus 70%, dann sind Sie in der Nähe, dann sind Sie irgendwo zwischen anderthalb und ein Dreivierteljahren oder ein Dreivierteljahr. Ja, wenn Sie sagen, Ihr Budget macht eine Mio aus, eine Million, dann wissen Sie, eine realistische, dicht gedrängte Planung liegt in Wirklichkeit bei 1,7 Millionen. In der Theorie ist die Gerade die kürzeste Verbindung zwischen Start und Ziel eines Projektes. Und Sie sehen dieser Grafik, wie die Realität aussieht, in Orange gemalt, Verwerfung nach oben und nach unten, nicht? Abweichung von der geraden Verbindung. Es gibt eine Menge Erfahrungswerte zu diesen Verwerfungen, die auch erklären, wie 70% zustande kommen. Zum Beispiel sogenannte Claims oder Requests, das sind Anforderungen bezüglich Veränderung von Projekten. Das heißt, häufig starten wir in Projekte mit, wenn es gut läuft, mit einer präzisen Spezifikation und die Kunden bekommen dann während des Projekts Appetit. Und diese Anforderungen, diese Requests oder diese Forderungen, Claims, machen in Projekten liegen zwischen 15% und 30%. Ja, es gibt noch einige andere Punkte dazu, aber ich will Ihnen nicht gleich in diesem Clip alle Geheimnisse unseres Seminars verraten. Deswegen einfach nur mal als Appetizer diese eine Zahl. Sie sehen in dieser Tabelle, ja, einige Projekte auf der linken Seite,
Wenn Sie von oben anfangen zu lesen, den Citytunnel in Leipzig, darunter die Bahnstrecke Karlsruhe-Basel oder die Elbphilharmonie Stuttgart 21. Und rechts daneben sehen Sie die Planzahlen beim Citytunnel Leipzig. Steht eine 600, das bedeutet 600 Millionen Euro geplant in 2005. Rechts daneben sehen Sie die in 2010 aktuellen Zahlen in Höhe von 960 Millionen. Dann beginnt die eigentlich spannende Spalte mit Planabweichung. Und Sie sehen, beim Citytunnel sind es plus 60%, bei der Bahnstrecke Karlsruhe-Basel plus 68%, Stuttgart 21 plus 46%, das NRW, also Nordrhein-Westfalen-Archiv, 190%, die BND-Zentrale in Berlin, 12%. Also bei der BND-Zentrale fast eine Punktlandung, bei den anderen bewegt es sich in der Nähe dieser magischen 70%, von denen ich Ihnen vorhin erzählt habe. Welche Möglichkeiten haben Sie als Projektmanagerin oder Projektmanager, um mit diesen riesigen Abweichungen zu Rande zu kommen? Die Antwort ist einfach: professionell planen, professionell überwachen und professionell steuern. Aber Sie ahnen, immer wenn die Antwort heißt, es ist ganz einfach, dann bedeutet das in der Praxis, es ist ziemlich kompliziert. So, meine Damen und Herren, neben der magischen Zahl 1,7 möchte ich Ihnen noch heute zwei weitere interessante Bilder zeigen. Das erste heißt das Bermuda-Dreieck der Projekte. Sie wissen, um was beim Bermuda-Dreieck geht. In unserem Bermuda-Dreieck versinken keine Schiffe, sondern unsere Projekte mit großer Zuverlässigkeit. Und Sie sehen, welche Größen dieses Dreieck aufspannen. Es sind rechts unten in der Ecke Euro, das heißt das Budget eines Projektes, links mal die Uhr steht für die Zeitplanung und oben das Q für Qualität. Das sind drei extrem anspruchsvolle Parameter und in der Regel wird den Projekten das Budget überschritten, die Zeit wird überschritten und auf Kosten der Qualität. Wenn Sie mit all den Instrumenten, die man im Projektmanagement einsetzen kann, um Budgets zu planen, um Termine oder Zeiten zu planen, wenn Sie mit den Instrumenten perfekt umgehen können, nach meinem Dafürhalten, nach meiner Erfahrung, macht das weniger als 50% des Projekterfolges aus. Zentrale Bedeutung für den Erfolg eines Projektes hat ein zusammengeschweißtes Projektteam. Die Grafik, die Sie jetzt gerade sehen, zeigt Ihnen die Performance oder die Leistung eines Projektteams gegen die Zeiten. Und innerhalb dieses Modells gibt es verschiedene Phasen. Sie sehen, in der ersten Phase ist die Leistung im positiven Bereich relativ hoch. Man nennt diese Phase auch Forming. In der Phase formen sich Teams, die Leute lernen sich kennen, beschnuppern sich. Und Sie sehen in der zweiten Phase Storming, die Leistung geht runter. Das kann an Tausenden von Faktoren liegen. Ihnen gefällt die Nase der Projektleiterin nicht. Sie halten ihn oder sie für inkompetent. Sie halten sich selbst für einen viel begnadeteren Projektleiter. Die Rollen im Projekt sind nicht klar definiert. In dieser Storming-Phase geht die Leistung mehr oder weniger drastisch runter. Die Kunst besteht in der dritten Phase darin, Regeln, Normen festzulegen, an die sich alle innerhalb eines Projektteams halten. Erst in der vierten Phase beginnt das Projekt zu fliegen, das heißt, das Projekt wird performant. Ja, zuletzt, meine Damen und Herren, welche Bedeutung hat das für Ihr Projekt oder für unsere Projekte? Sie sehen, dass die Leistungskurve unterteilt ist in einen grünen Bereich in der Anfangsphase. Sie erinnern sich an die Stichworte Forming, Storming und an einen rot markierten Bereich unterhalb der waagerechten Achse. Wenn Sie so wollen, stellt das Bild, wenn es um einen Hausbau ginge, würde Folgendes darstellen. Im grünen Bereich haben Sie eine Mauer hochgezogen und um es etwas deftig zu sagen,
Im roten Bereich haben sie die Mauer mit dem Arsch wieder eingerissen. Das Interessante an dieser Kurve ist, dass das Projekt nicht, wie eigentlich zu erwarten, links beginnt, da wo die Kurve im rund positiven Bereich ist, sondern sie beginnt erst nach Abschluss des roten Bereiches. Und die Zeit zwischen formalem Beginn eines Projektes und zwischen dem tatsächlichen, diese Verzögerung bewirkt, dass die meisten Projekte halt keine Punktlandung sind. Sie werden sich jetzt möglicherweise fragen, wo kann ich dieses tolle Seminar belegen? Und gibt es nicht noch ein paar detaillierte Informationen zu den Inhalten? Vielleicht eine kleine Auflistung zum Nutzen unseres spannenden Seminares? Natürlich, hier sind weitere Informationen.